Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator Multiplayer mit dem APTMB-Projekt. Sag mal hallo. 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 Ja, und hallo. Ich würde mal sagen, wir nehmen alle erstmal kräftig eine Nase Zug. Ja, für die wissen, die ein Großfernsehen gerade installiert haben, haben das erraten, es handelt sich heute um eine Gülle-Folge. Wir sind, also sprich Domi, ich, Marv, sind gerade hier fleißig am Gülle fahren. Und der Simon und Nick sind die Zubringer. Und somit ist ja eigentlich alles Weitere eigentlich auch erklärt. Und ich würde mal sagen, ich fahre jetzt schon mal los und gebe das Wort an Domi mal weiter. Jo, danke schön. In diesem Sinne, herzlich willkommen auch hier. Robert, hier, zack, puh. Heide fährst du? Bei mir sind ganz schön weit hinten. Ja, du bist ja losgestartet hier, Usain Bolt, was ist los bei dir? Ja, naja, ich will fertig werden heute noch. Vor Feierabend. Ja, Argument. Ich krieg sowieso kein Geld dafür, also muss ich ja irgendwann fertig werden. Ja, alles Hartz IV. Lässig. Ja, ist so. Ja, nachdem Darius mir schon das Wort gegeben hat, ich habe auch gleich hier zu Beginn gleich mal ein bisschen was, worüber wir quatschen können. Nämlich, ja. Das Video, also die letzte Folge kam extrem gut an bei euch, Freunde. Ich weiß nicht, was da los ist bei euch. Ich finde es ziemlich geil. Ich dachte, die Daumen nach unten werden eigentlich mehr, dachte ich. Aber ganz im Gegenteil, ihr habt ja das Ding eigentlich in die Höhe getrieben. Ich finde das echt extrem nice. Von daher mal ein Dankeschön an euch. Ja, ihr habt gemerkt, die letzte Folge, da war ich, ja, wie soll ich sagen, aufgebracht. Vielleicht sogar nicht mal ganz so verkehrt das Wort. Aber nehmt sie nicht übel, Freunde. Ein paar haben sich auch drunter gemeldet. Fand ich echt gut und super. Ja, Nick, okay, bei 20%. Extrem cool, die Teilnahme in den im Kommentarbereich. War überrascht. Mit einem habe ich auch eine kleine Diskussion geführt, weil er das ein bisschen mitverfolgt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts mehr drunter geschrieben, weil, ja, falls du das sehen sollst, du hast die selber Widerspruch, mein Freund. Nichts gegen dich, aber ja, lies einfach nochmal, denk in Zukunft ein bisschen besser nach. Ich bin nicht böse auf dich, ich bin nur eigentlich enttäuscht an all jene, die da eben sich angemeldet haben und nicht zurückgemeldet haben oder ja, erschienen sind. Ruf mal dazu. Was sollen wir machen? Ja, was sollen wir machen? Aber ich fand's echt witzig, geil von euch, dass ihr da so raufgefahren seid quasi auf die Folge. Ja. Wie auf gratis Semmeln ist doch Banane sowas. 20. Ja, einmal hochfahren, ne? Und dann ist hier auch schon wieder Ende im Gelände. Scheiß auf die Straße. Alter, ich blockiere dich. Was ist los bei dir? Buschkick. Ich hol gleich Messer. Simon, fahr am besten gleich neben mich, dann tank ich dich gleich ab. Ja, ich müsste auch mal betankt werden. Nimm einfach ganz frech. Ja, fahr weiter, Spur. Ja. Ja, das ist gar nicht so leicht hier mit dem Schleppschläuchen. 30 Meter Gestänge. Schleppschläuchen. Schlag hier rückwärts hinfahren. Hier jetzt rückwärts hinfahren, wo ich stehe. Übrigens, hier macht das. So wird Gülle gefahren. Das würde bei uns in Österreich nie gehen. Der würde das Fass bei mir auf der Wiese umschmeißen. das nennt sich der Ostteil von Deutschland. Das ist ja eigentlich so eine Mischung aus Ostsee. Land und Bergisch Land ist das. Wie kann man das am besten sagen? Schleppschlauchgestänge 30 Meter ist da, oder wie sagt man da? Ja, ist da. Was? Aber wenigstens haben wir GPS. Nennt sich Norddeutschland plus Osten Deutschlands. Das ist der Trick zum Erfolg. Bräuchte übrigens auch einen Zubringer, sonst wird es ein bisschen kritisch. Ja, sofort. Markt, dann fällt 55. Also Domi, ich hätte dir auch schon, falls du Bock hast, einen Platz hier in der Landwirtschaft organisiert, ne? Also du kannst mal so vorbeikommen für eine Woche. Ja, das Angebot habe ich auch vom anderen Marvin schon bekommen. Ich möchte das echt mal sehen. Da mal so, keine Ahnung, mitfahren ein paar Tage. Derzeit, also jetzt hier im Sommer kannst du sehr viel machen, unter anderem halt dreschen, Beinpressen. Jetzt, demnächst kommt ja auch der zweite Schnitt. Ja. Ich freue mich. Ich weiß nicht. Bei euch ist jetzt schon der zweite Schnitt. Bei uns hat gerade mal der erste vor so zwei Wochen angefangen. Ja, mein Nachbar hat heute erst auf unserem Grund den ersten Schnitt gemacht. Wer von euch beiden Lehrer? Hallo? Ja, Darius. Der Nee, also bei uns ist es
So, das ist extrem sehr geil. Schön Drescher fahren. Das fetzt nachher im Sommer. Wo fahre ich überhaupt hin? Ich muss zum Außenlager. Da der Chill mit einem 67 Lexion auf dem Feld rumheizen, Alter. Das macht Fun. Hast du gesehen, Keule? Ich müsste jedenfalls selber auch mal in den Osten Deutschlands. Ich war da noch nie. Da hast du sehr viel verpasst. Im Osten war ich auch nicht. Ne? Mal davon abgesehen, dass die Straßen nicht sehr gut sind, aber da. Doch. Die sind besser als hier im Westen, das muss man sagen. Ja, okay. Ich weiß nicht, welchen Teil du vom Osten wenn rumgetrieben hast, aber. Aber auch nur an bestimmten Stellen. Und warum sind die im Osten besser als im Westen? Naja, weil der Westen seit Jahrzehnten dafür zahlt, dass der Osten wieder aufgebaut wird. Mhm. Solidaritätsbeitrag am Arsch. So sieht's aus. Stress. Ja, es ist tatsächlich so. Sollte man ein Soli für den Westen geben, dass der Osten für den Westen mal zahlt. Oh. Nein, das geht ja nicht. Oh. Alle Ossis fühlen sich gleich angegriffen. Es gibt tatsächlich welche. Ja. Marc, jetzt kannst du direkt Domi befüllen. Ja. Oh, ich warte hier am Acker. Hilfe! Can you help me? Unwichtig, Domi ist unwichtig. Ach ja. Kurze Frage, Marc, wie viele Prozent hast du? 25. Für die Leute, in dem auf meine Zuschauer bezogen, eine kleine Schleichwerbung ist jetzt erstmal angebracht. dieses Headset, wo ich ja gerade hier am Aufnehmen bin, das wird demnächst das letzte, also die Folge wird auf jeden Fall die letzte sein mit diesem Headset, weil ich mir morgen ein Mikrofon kaufen werde. Ja, liebe Zuschauer, ihr habt es richtig gehört, ein Mikrofon wird kommen. Ein etwas, will ich sagen, jetzt professionelleres, ein etwas für Anfängere gedachtes, aber für meine Verhältnisse, da ich ja YouTube technisch ja nur Hobby, also mein Kanal ja nur ein Hobbybetrieb ist, nenne ich es das mal so, ist es für meine Verhältnisse ausreichend. Und was für ein Gerät sprechen wir da, wenn ich jetzt so fragen darf? Ja, ich könnte jetzt ganz schnell mal nur den Namen nennen, nicht den ganzen restlichen Informationen. Nur die Marke. Okay, ein Auna MIC900 USB Kondensator. Auna, hatte ich auch vorher. Ja. So, jetzt stehe ich, jetzt bin ich leer. Kostet so um die 80 Euro das Ding. Boah, das ist ein gutes Anfängergerät. Ja, ich hau euch natürlich auch mal einen Link unten in die Beschreibung rein, falls ihr es auch euch unbedingt holen wollt mit hier dem ganzen Equipment und so. Kostet euch ungefähr 110 Euro, finde ich persönlich einen angemessenen Preis. Jo, das ist auf alle Fälle. Da hast du wahrscheinlich so ein No-Name-Gestänge dazu, so ein Arm, ne? Ja. Oh, habe ich auch, der reicht bis heute. Qualität ist ja hier in dem Fall sehr wichtig. Fahr einfach parallel zu mir ran, Marc. Ich dachte, Simon, ich hoffe, du bist schon auf dem Rückweg, weil... Nein, fahr zu mir einfach parallel ran, vorne. Ich bin leer. Ja, ich komm schon, ich bin bei Feld, also ich bin bei Wiese 50 gerade. Gut. Also gleich da. Wir fahren jetzt einfach mal ganz gediegen durch den Hochspannungsleitungsmast. Ja, geht schon. Jawohl. Eine Kollision, das ist mal das Beste. So, auffüllen. Klappt auch, wunderbar. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier, wir haben einen Abstand haben, aber wir machen es unprofessionell. Ja, was soll man machen? Wir sind ja alle keine berufstätige Landwirte. Traum vielleicht, ja. Ja, in deinen Träumen. Der fängt da, das zu schaukeln. Wem soll ich auffüllen? Marv, dir? Ja. Okay, ich komm hoch. In der Stelle gibt es, glaube ich, auch noch zu erwähnen, dass sich für alle, die es mitbekommen haben, hier Fan der landwirtschaftlichen Simulation. Ja, Cattle and Crops, ja. Echt-Demo V008 ist am Start, ist bei mir auch drauf, wurde auch gespielt, getestet, probiert, angesehen. Fazit unterm Strich, bin noch unentschlossen. Ich lasse das jetzt mal einfach so stehen. Aber ihr dürft gerne mal euren Senf dazu geben, wenn ihr auch Cattle and Crops schon gespielt habt. Voll perfekt. Kein Kommentar. Bitte, alles klar. Und ja, bin auf alle Fälle schon gespannt, aber ich bin halt noch unentschlossen. Ja, Marc, du kannst direkt bei mir stehen bleiben. Also, wenn du jetzt noch was hast. Nee, ich hab nichts mehr. Ich hab, glaube ich, alles gegeben. Ja, ja, passt. Super. Also, ein so ein Zubringer, fast ist gleich einmal voll tanken beim Ausbringen. Ja, bei mir, also, Domi, du kannst. Apple. Domi, du kannst hiermit rechnen, zwei Zubringer auf einen. Auf einen Ausbringer. Ja, das haben wir voll verkackt, ne? Ja. Aber echt. Verdammt, noch einmal. Durch die großen Fahrtwege.
Ja, okay. Ja, so groß sind sie auch wieder nicht. Mit den 80 km/h LKW geht das recht schnell. Aber trotzdem ist es halt. Oh, ich habe gerade ein bisschen eine Stehzeit hingelegt. Mach, du kannst okay weiterfahren. Ich betanke dich dann noch beim Fahren. Oh, ich müsste jetzt auch noch mal tankt werden, weil bei mir herrscht gerade Ebbe. Lol. Du hast nichts gesehen. Nee, nee, hab ich nicht. Ja, da gurkt ein Mark. Wo seid ihr? Ich bin so allein. Ja, ich komm gleich vorbei. Ja, besuchst du erstmal. Ich das, Kollege. Wie weit seid ihr da unten? Ich stehe kurz vor der Straße. Boah. Ich bin sich gewohnt, wer sich gerade fragt auf der Facecam, wo ist dein Lenkrad, Domi? Lenkrad ist leider. Jo. Ich spiel's aber mit der Karte. Ja, ganz frech hier durchgeschummelt, das hat jetzt keiner gesehen. Nein. Keiner. Verdammt, jetzt haben's doch alle gesehen. Domi, man sollte nicht immer alles lautstark herumbrüllen. Ah, da ist er schon ausgebrochen hier. Los. Ich kann mit Tastatur nicht spielen, ich fahre wie der erste Mensch. Das würde ich gern sehen, in deiner Aufnahme. Jo, wirst du dann sehen am dich. Ey, die guck ich mir mit Absicht bis zu Ende an. Ja, das finde ich schön. Ist ja nicht so, als wenn ich schon immer alles bis zum Ende angucke, aber trotzdem, die gucke ich mir jetzt recht bis zum Ende an. Analytics gesaved für die Woche, hätte ich gesagt. Dafür gibt es schon mal einen Daumen nach oben. Ein? Ehrlich. Schön. Ja, ist so. Welche Richtung haben wir denn da überhaupt? Osten. Also, wer das Feld noch kennt, das ist das Feld, was wir mal im Stream beim Dreschen mal testweise runtergenommen haben. Marc, kannst du dich bitte gescheit hinstellen, dann kann ich vielleicht auch gleichzeitig mit dir auftanken. So, Domi, also, Ecke hier oben ist fertig. Okay. Ja, dann Ecke unten noch nicht. Nee, noch nicht. Ich bin seid ihr wohl ein bisschen zu langsam, ne? Ja, ich hatte ein bisschen Stehzeit, aber hilft ja, nicht. Ja, geht doch mal ein bisschen Gas hier, ich auch. Ja, sag das den Zubringer, nicht mir. Ja, die Zubringer haben halt das Problem, erstens, dass es jetzt staut, zweitens ist die Standzeit bei dem Güllelager extrem lange, weil du extrem lange brauchst zum Auffüllen. Ja, das interessiert mich alles nicht. Wir haben falsch kalkuliert, das muss man einfach so sagen. Ich glaube, man hätte es vielleicht auf 2 Ausbringer reduzieren sollen. Ja, ein 4-Zähler. Nee, Marc, geht nicht gleichzeitig. Aber hey, uns jagt nichts. Es ist 6 Uhr morgens hier im Spiel, von daher mal ganz entspannt bleiben, würde ich sagen. Ja, außer der Hagel, der bald kommt. Scheiß drauf auf Hagel. Güllefahrer fahren, wann sie wollen. Jo, und außerdem darfst du Gülle nicht beim trockenen Boden ausbringen, sondern eher wenn der Boden ein bisschen feuchter ist. Ja. Denn jeder Bauer steht nämlich auf Feuchtigkeit. Nicht nur Bauern. Stimmt Österreich ja auch. So. Ey, ich bin ja schon wieder leer, verdammt noch. Ja, du stehst jetzt vor mir. Oh, Domi, du sollst das Zeug nicht saufen, ey. Du sollst es auf den Ei bringen. Ja, bisschen. Energy Drink! Du hast 100%ig so einen 4 Meter langen Strohhalm. Aber ein Energy Drink, jo. Du, geil. Bist wie lustig heute. Bisschen. Er hat mir ein Kasper gefrühstückt. Wenn ihr wüsstet da draußen, ja, wenn ihr wüsstet, was ich für Strapazen durchgemacht habe die letzten Tage, nur wegen Catlin Crops. Chantal, heul leise. Ja, Chantal und Natascha. Was haben wir noch? Nicole und Simon. Nee, Nicole. Nee, nix Simon, das war was anderes. Darius, das heißt Nicole. Ja, Nicole. Oder auch so, ist egal. Ja. Ja, das ja. Ist, ich stehe übrigens so, weil es noch nicht mitbekommen hat. Geil, ja, wer steht mehr nicht? Das ist eher die Frage. Ja, ey, bisschen scheiße. Ich würde sagen, an der Stelle lasse ich es einfach gut sein. Ich verabschiede mich hier. Schauen wir mal, ob ich nochmal eine Füllung bekomme. Hashtag NoHomo. Ja, in diesem Sinne, Freunde, wenn es euch gefallen hat, unter der Facecam abonnieren, rechts im Bild kommt ihr zur letzten Folge und natürlich Daumen nach oben. Mark. Nicht vergessen. Und tschüss. Auf Schaden. Bye, auf bye. Schaden.